Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir sind wieder zurück, herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt wieder da im Dorf. Wir waren ja in der letzten Folge von Schloss Dimitrescu entkommen und haben hier gespeichert und hier hat sich ja Umbrella Corporation breit gemacht. Das hatten wir hier schon in der letzten Folge alles gelesen. Also wer Interesse dran hat, ich höre hier gerade was. Aha. Ist das so eine Ziege? Oder was sind das für Geräusche? Hier hatten wir schon alles geplündert. Okay. Vielleicht ist es auch wieder nur die Kulisse, die sich so anhört. Dann lass uns mal weitermachen. Wir sind jetzt aus dem Schloss entkommen und ja, die Viecher laufen hier jetzt auch überall rum. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich muss erst mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Das Haus mit dem roten Schornstein finden. Das müsste da. Lass uns mal gucken. Oh. Hört man was? Da, wieder so ein Ding ist das. Genau. Ich dachte, in der Kirche wäre auch sowas. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Oh, okay. Ja, dann lass uns mal weitermachen. Also ich habe ja schon gehört. Oh, was war das? Was war das für ein Geräusch? Das Dorf offenbart sich immer mehr, je weiter man kommt. Ey, die Kulisse, Leute, das ist wirklich sehr, sehr verlassen. Ist es das Haus? Den roten Schornstein. Oh nein, kein Bock hier wieder attackiert zu werden. Puh, mal einfach durchatmen hier, Leute. Das ist. Die Atmosphäre in diesem Spiel ist wirklich grandios gemacht. Also, einige sagen ja, dass das nicht so gruselig ist wie Teil 7. Da gebe ich auch recht. Also, Teil 7 war halt echter Horror. Das war schon zu übertrieben. Aber ja, Teil 8 ist gar nicht so schlecht, finde ich. Bis jetzt jedenfalls. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Luisa, Vater. Okay. Das war auf jeden Fall ein guter Hinweis. Okay, ließ er sich leicht klein. Wir haben keinen Dietrich, ne? Doch, wir haben noch. Nee, haben wir nicht. Oh, okay, das ist schade. Ja, Mensch, eigentlich hätte ich das auch mit einem Messer hier aufbrechen können, ne? So, in der Realität jedenfalls. Hätte ich das mit einem Messer irgendwie da. Oder mit einem Gewehr oder was. Einmal raufschießen aufs Schloss und das war's, aber irgendwie. Ja, muss man halt immer ein Dietrich haben. So, Munition haben wir ein paar. Das sollte auch reichen. Genau. Hier kamen wir rein. Dann müssen wir hier wohl raus. Denke ich mal. Oh Mann. Die Viecher sind bestimmt wieder. Sind bestimmt wieder hier überall. Hier liegt nichts. Im Stall. Oh nein. Lauf. Da ist der Stall. Müssen alles erkunden hier. Also man soll hier wirklich sehr, sehr viele Sachen finden. So habe ich auch den Eindruck bis jetzt. Oh, jetzt läuft hier wieder irgend so ein Viech hier rum. Ich hasse diese Viecher. Da kommen wir nicht durch, ne? Wir müssen bestimmt hier rein. Ja, haben wir schon gedacht. Durch den Stall. Boah, ist aber dunkel hier. Hört ihr das, Leute? Da. Oh, nicht wieder diese Viecher. Hier gibt es nichts zum Aufheben, ne? Auf jeden Fall ist hier was. Aber wie kommen wir denn hier durch? Warte mal. Schweinchen. Oh, du armes Schweinchen. Da kommen wir ja nicht so durch. Hier müsste doch was drin sein. Als. Da stand ja im Stall ist ein Loch. Ist das das überhaupt das Stall? Da kommen wir nicht durch. Ich muss mal gucken. Irgendwas übersehe ich. Da kommen wir nicht durch. Können wir hier außen drum vielleicht irgendwie laufen? Oh, ich habe keinen Bock auf diese Viecher, ne? Ich hasse die.
Da geht's rein. Okay, da war ich noch gar nicht. Okay, da ist bestimmt was drin. Ich nehme mal das Gewehr. Oder die Schrotflinte. Ah, fast haben wir hier alles übersehen, Mensch. Das darf nicht passieren. Oh, ein Teddybär. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat jetzt. Flintenmunition. Ja, ich bin noch ein bisschen dran gewöhnt an Resident Evil 7. Da hat man ja auch mit, musste man immer die Messer, das Messer ausrüsten. Hier übersehen wir noch was. Irgendwas muss hier noch wohl da. Vivanit. Ja, jetzt haben wir alles. Das Wichtigste habe ich fast übersehen hier. Okay. So, das haben wir geplündert. Aber wie kommen wir denn jetzt da durch? Also die Viecher habe ich schon gehört. Vielleicht durch das Haus. Ja, okay, okay, okay. Jetzt weiß ich es. Hier rein. Und dann hier durch. Ah, habe ich mich erschrocken. Oh. Ah. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Geschnitzter Körper. Okay, das hat sich auf jeden Fall nicht gut angehört. Ja, aufschließen. Ob ich das wirklich machen möchte, weiß ich nicht, aber wir müssen es ja. Was ist das denn? Und da war ja einer drin, ne? Und wir da rein direkt ihn erledigen und dann... Ja, ich nehme aber die Pistole. Hier ist irgendwo einer. Hier war doch gerade einer, oder nicht? Puh, erstmal durchatmen. Okay, warte mal. Erstmal möchte ich hier alles plündern. Hier gibt es bestimmt noch was, was wir übersehen. Bevor ich da durchgehe jetzt. Hier lach ja was. Sehr gut. So. War es das schon? Was ist denn hier? Ach, das war dieser eine Raum. Okay, okay, okay. Ja, da können wir die Türchen aufschließen. Das machen wir jetzt auch mal. Und hier müssen wir wohl durch. Aber haben wir wirklich alles schon geplündert hier? Ich gucke nochmal durch schnell. Ja, Leute, bei Resident Evil 8 ist das hier umso ratsamer, alles zu durchsuchen. Lieber zwei, dreimal mehr gucken, als einmal zu wenig. Das ist... Oh, jetzt geht's los, glaube ich. Da. Boah. Headshot. Das war's schon, oder was? Oh. Oh, ich dachte... Ach du meine Güte, der Arme doch. Das schließen wir lieber. Ist sein Grab geworden hier auf jeden Fall. Wir haben viele Pistolenmunition, Mensch. Wir haben ja über 50 Schüsse. 50 Kugeln. Also man muss ja eins sagen, munitionmäßig läuft das hier... Den kann man sich ja irgendwie bewegen. Aber wie? Brauchen bestimmt so eine Hebebühne oder so. Oder so einen Griff. Wir gucken mal hier alles erstmal durch. Da liegt auch noch so ein Baby. Oh. Okay. Okay. Hier ist wieder so ein komisches Siegel. Genau, diesen Träger hier müssen wir irgendwie bewegen, denke ich mal. Die Frage ist nur, müssen wir... Ja, können wir nur hier lang? Donut. Enter. Ich will erstmal alles drumherum durchsuchen und dann gehen wir weiter. Das sieht doch echt schon wieder hier so... Uff, als würde gleich hier irgendwas kommen. Ah, wieder so ein Brunnen, da können wir eh nichts machen. Da brauchen wir, glaube ich, so einen Schlüssel. Soll ich echt da rein? Okay. Hier ist was drin, aber was? Aha. Könnte man das irgendwie nicht zur Seite machen und da durch irgendwie? Da ist das. Da schießen wir mal rauf, gucken, was da rauskommt. Blendmunition. Und das war auch das Einzige, was es hier gibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, so ein bisschen seine Ohren sogar aufzuhalten. Nicht nur die Augen, sondern die Ohren zu spitzen.
Okay, ist zu. Weil man hört ja diese Sachen immer und dann kann man durch dieses akustische Hören von Gegenständen, die knarzen und rattern. Okay, hier ist nichts, ne? Na. Kann man sie halt gucken, ob da vielleicht doch noch irgendwas ist durch diese Geräusche. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, ne? Okay, dann lass uns mal dahin, wo wir eigentlich nicht hingehen sollen. Da ist die Kirche. Okay, das können wir ja aufbrechen, das wissen wir jetzt. Okay. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht, aber... Oh. Okay. 320... 390 Lay, Mensch. Habe ich mich versprochen. So, weiter geht's. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Okay. Nein, alles gut. Was ist das denn? Sieh aus dem Fenster. Okay. Das hört sich nach einem Hinweis an. Hier ist irgend so ein Code, den wir hier benutzen könnten oder knacken könnten. So ein Schloss. Hier ist eine tote Rabe. Sieh aus dem Fenster. Lass uns mal gucken. 4. Da steht schon. Ach du Kacke. Oh. Alter, der fliegt auch nicht. Der fliegt auch nicht zurück. Du schießt auf dem. Oh, ich muss mich heilen. Nicht, dass da noch mehr so eine Viecher kommen. Weißt du, du schießt auf dem. Den juckt das gar nicht. Ach, hier stehen Zahlen, Leute. Guck mal. 7. 8. Okay, warte mal. Aus dem Fenster gucken. Die Frage ist nur... Okay, so muss ich gucken, glaube ich, ne? 07, 04, 08. Sind das nur 3 Zahlen? Wir brauchen aber mehr. Ach, dann müssen wir diese 0 mit mal reinnehmen, ne? 07 und dann 04 und dann 08. Mehr gibt es auch nicht, ne? Ne. So machen wir das mal. Also, was war das? 07, 04, 08. Also, 07. 0. Oh, hätte ich auch eigentlich so lassen können. 07, 04, genau, 04. Und dann die 8. Genau, andersrum ist schneller, glaube ich. Ja! Hat geklappt. Werden wir jetzt wieder attackiert hier? M1911 Pistole. Okay. Eine neue Pistole, Leute. Wagenheberkurbel. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe ist denn besser? Die eine verbesserte von uns, oder? Also, die hat 150 Damage abgegradet, also 30 Damage extra durch das Upgrade. Rückstoßkompensator, ich weiß nicht, ob man das abbauen kann und dann an dem neuen bauen kann, das weiß ich nicht. Feuerrate 45, das Wichtigste ist eigentlich der Schaden. Untersuchen. 160, der hat jetzt schon mehr Damage, Leute. Wahnsinn. Feuerrate ist auch besser. Der ist jetzt schon besser als unsere, die wir jetzt haben. Okay, warte mal. Ja, 150. Sind die 150 schon reingezählt? Also die 150 plus die 30? Oder sind die 30 extra noch auf die 150? So, dass man auf 180 kommt. Das kann ich hier gerade nicht so entziffern. Aber wenn das wirklich nachher das Insgesamt ist, diese 150, dann ist der andere... Der hier definitiv besser und deswegen werde ich auch den anderen jetzt ausrüsten. So, und die andere Pistole können wir eigentlich verkaufen. Ah, die hat aber nicht viel Platz, ne? Also Magazin. Größe ist nicht doll. 7,29. Also 7 Plätze nur. Wagenheberkurbel haben wir dann, glaub, hier gibt es auch nichts mehr, ne? Da müssen wir... Hier ist bestimmt irgendwas. Ja, hört ihr das? Ich nehme die Shotgun. Da oben. Oh nein, die rufen die wieder alle. Kommen die hier durch so? Alter. Ihr kleinen Wichser. Oh, jetzt habe ich Shotgun voll weggehauen. Munition. Die neue Pistole mal testen. Oh! Gerade
ist da mir noch was? Alter. Die sind echt stark, die Viecher. Aber die Magazingröße ist echt ein bisschen mau. Dadurch muss ich halt gucken, dass nachher jeder Schuss auch irgendwie sitzt und wird das problematisch. Genau, jetzt müssen wir zu diesem Träger wieder. Hier liegt, war der auch schon vorhin hier? Die Leiche? Hm. Wagenheberkurbel. Leben ist grün. Okay, das passt. Dann lass uns mal hier rum. Oh. Da wird bestimmt irgendwas gleich passieren. Aha. Ich wusste das doch, ey. Irgendwas passiert hier doch. Ich hasse diese Viecher. Ja, Chris Redfield. Oh nein, das wollte ich nicht. Chris Redfield hätte gesagt, Biowaffen. Das sind ja Biowaffen, irgendwie. Diese Viecher. Da oben. Oder hinter uns? Nein. Habe ich Scharfschützenmunition? Haben nur noch eine, das lohnt sich gar nicht. Aber ich hau das mal weg. 7 Kugeln sind echt nicht doll. Das ist echt nicht doll. Wir müssen diese Waffe so schnell wie es geht verbessern. Sonst kriegen wir Probleme. Hier waren wir noch gar nicht. Okay. Lasst uns hier auch nochmal alles erkunden. Boah, ich hab keinen Bock, dass wieder irgendwas angejumpt kommt hier. 640 Lei. Sehr lecker. Da war doch was. Okay. Da brennt Licht. Das ist immer was. Hört ihr das? Immer lieber die Shotgun. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Leute? Hä? Ein sehr merkwürdiges Geräusch hier. Es kann nicht sein, dass sie da... Meine Güte, was ist denn das für ein Geräusch hier, du? Ha, auf jeden Fall hört sich das nicht sehr... sehr gut an. Hört sich auf jeden Fall sehr... und danach an, als würde jemand hier irgendwie was essen. Oder ist das wegen dem Essen hier? Hm. Mehr ist hier auch nicht. Also man könnte... vielleicht hier drin? Ja. Ach. Oh. Alter, was war das denn? Leute, das war der Schreck. Da muss ich schießen. Wild, okay. Da liegt eine Dame. Ist hier was noch drin? Ich glaube, hier ist noch was, ne? Manchmal ist es ja auch diese Kristalle. Ne? Die können sich ja mal überall an den Wänden und den Decken verstecken. Da muss man halt die... Oh, oh, was ist das denn? Irgendwelche Spritzen? Okay. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo was. Ey, das ist doch noch rot hier. Okay, vielleicht wie deswegen? Hm. Okay, jetzt sind wir wieder woanders. Donut Enter. Jetzt sind wir wieder bei dem Schild. Aha, das war diese Tür, wo wir vorhin nicht reinkamen. Bei diesem... Ja, 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 jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Alles klar, das hat sich wieder geöffnet hier. Ja, den Wagenheber haben wir benutzt, aber irgendwie das Haus mit dem roten Schornstein finden. Hm, weiter. Also hier waren wir ja schon. Genau. Das Haus mit dem roten Schornstein. Also theoretisch könnte es ja nur hier lang gehen, weil hier waren wir ja noch gar nicht lange. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wir hier noch irgendwie was... Genau hier lang, ne? Sind wir ja nicht gegangen, stimmt. Wir haben ja die andere Seite erstmal. Oh. Das sieht wieder richtig einladend aus hier. Oh. Ach, da sitzt einer.
hier noch mehr, ey? Oh, diese Viecher, ich hasse sie. Oh, ich renn weg. Ich gehe in diese Ecke. Ah! Nein, keine Munition mehr. Kommt her. Da muss es die Shotgun sein. Okay. Auf jeden Fall muss ich Munition einmal herstellen für die Pistole. Kann ich diese Munition von dem nicht oder rausnehmen? Irgendwie? Weil das ist ja jetzt alles hier drin, die 12 Stück. Scheinbar nicht. Ich muss die dann erstmal wegballern, diese 12 Kugeln. Und dann stelle ich gleich auch ein bisschen Munition her. Okay, kommen wir hier durch so? Ja, Tatsache. Rohrbomben. Was ist das denn hier? Von der anderen Seite verschlossen, ja. Ist auch blau schon hier. Hier haben wir schon alles rausgenommen. Dann geht's hier weiter. Mais, lecker, Leute. Schön, lecker Mais. Ach du Kacke, was ist das, Leute? Ach du Kacke, was ist denn das für eine? Der ist ja gepanzert, Alter. Rohrbombe. Warte, Rohrbombe. Deswegen haben wir das wahrscheinlich bekommen. Ach du Scheiße, ist er schon tot jetzt? Ja. Ach du meine Güte, was war das denn für einer? Neue Gegner kommen jetzt, wa? Okay, erstmal Munition herstellen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. 30, einmal Flinte. Ja, den Rest lasse ich erstmal so. Dass wir auch ein bisschen Materialien haben, ne? Das ist ja auch immer wichtig. Man muss ja auch ein bisschen flexibel nachher sein. Das war die neue Pistole, die laden wir mal nach. Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Das ist das Haus mit dem roten... Nee, ist es nicht. Hier liegt nirgends sowas, ne? Nee. Okay, da ist so eine Tür, die können wir gleich öffnen. Ich will erst einmal alles wieder durchgucken hier, durchschauen. Durchsuchen, ob es hier was gibt. Ja, da ist nix. Okay. Hm, schade. Oder? Nee, doch nicht. Echt nichts. Dann ist ja nur noch diese Tür übrig. Mensch, habe ich hier... Gibt's hier gar nichts? Bisschen überrascht. Bisschen mau, ne? Aber naja, geflügelter Schlüssel ist es nicht. Das war dieser schmiedeeiserner Schlüssel, ne? Schmiedeeiserner Schlüssel, ja. So. Also ich finde das Dorf ja an sich so richtig geil gemacht, ne? Man kommt hier von einer Ecke zum nächsten. Und alles so verzwickt irgendwie, ne? Hat schon was. Brunnenkurbel, geil! Geil, damit können wir jetzt alle Brunnen jetzt plündern. So wie sich das anhört. Ja, dann lass uns mal nach oben, das ist der einzige Weg, wo es weitergeht. Oh, es geht hier noch so weiter, okay. Hier sind irgendwelche Viecher, okay. Werden wir uns gleich drum kümmern. Kann ich einfach runterspringen? Kann ich doch, ja. Bevor die Werwölfe euch fressen, dann erlöse ich euch lieber von eurem Leid. So kann ich, ja, jetzt. Geflügel. Wo ist eine andere? Da. Ja. Schön. Der nächste ist auch schon besiegt. So, was ist hier? Boah, was man alles so auf den Toiletten findet, du. So, Scharfschützenpistole auch mal nachgeladen.
Schießpulver ist immer gut. Habe. Dich wollen wir auch haben. So. Hier kann man rein. Ja, ich gehe mal ein bisschen langsam rein. Ne? Ach, das ist wieder hier. Ah, hier kamen wir doch vorhin rein. Und das haben wir jetzt auch aufgeschlossen. Okay. Jetzt können wir auch hier mal durch. Valkyrenstatue ist da vorne. Hier kamen wir, ne? Okay, dann lass uns mal hier alles durchchecken. Von der anderen Seite verschlossen. Kommen wir nicht rein, ne? Ne. Ne, 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 da kommen wir nicht rein. Da müssen wir hier irgendwie weiter. Aha. Wieder eine Abkürzung jetzt freigeschaltet. Ja, das ist das Haus mit dem roten Schornstein. Ist es nicht das jetzt gewesen? Oder, hä? Aber da kommen wir nicht rein, ne? Warte mal. Da müssen wir doch irgendwie reinkommen, oder nicht? Vielleicht habe ich was übersehen. War das... Ach, das ist eine andere Leiter. Ich dachte, das wäre jetzt der gleiche. Guck mal, hier geht auch was weiter rein. Ah, okay. Das ist ein anderes Haus. Ich habe jetzt gedacht, das wäre die gleiche Leiter. Mensch, hier kommt man aber auch echt leicht durcheinander. Warum ist hier denn ein Schlauch, der so reinführt? Oh, oh. Ist das mehrere oder ein? Okay, wir haben ihn. War nur einer. Hoffe ich. Da kommt man echt durcheinander. Ich habe echt gedacht, echt, das ist das. Das ist die gleiche Leiter. Oh, da war der gerade am Fressen. So, was ist hier? Pistolenmuni. Das ganze Haus ist noch nicht durchsucht. Laterne, okay. Ist ja auch nicht schlecht gemacht, ne? Dass man von dem Hausbewohner noch Fotos aufhängt, so dass man sagen kann, geil, ne? Das war mal wirklich so ein Haus, was bewohnt war, ne? Auch mit richtigen Charakteren. Das finde ich immer richtig gut gemacht. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Ach so. Das ist ein Hinweis. Ein guter Hinweis. Okay, das ist dieser Schlüssel, aber wohin führt der, ist die Frage, ne? Kann ich den nicht mitnehmen? Untersuchen, da. Mit dem geflügelten Schlüssel kombinieren. Vier geflügelter Schlüssel. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. 1. Februar, habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar, habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar, keine Nachricht von Mutter Miranda, das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monotolische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Was? Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen, fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil der Kristalle in einer Art Fläschchen um und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zitter noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Es geht hier um Rose. Auf jeden Fall. Was anderes kann es wohl nicht sein. Ja, dann lass uns mal zum Duke. Okay. Ah, jetzt ist das ja auch nicht mehr so weit weg, ne? Jetzt ist das ja die Abkürzung quasi hier. Guck mal, jetzt hat sich wieder so das Dorf ein bisschen weiter vergrößert. Genau, da ist so ein Brunnen. Lass uns mal gucken, was so da rauskommt. Habe ich noch gar nicht... Noch, haben wir noch nie gemacht. Testen wir mal aus. Geschnitztes Tierkopf. Jetzt haben wir zwei. Wir hatten doch schon mal so einen geschnitzten Körper. Und jetzt haben wir so einen geschnitzten Kopf. Warte mal. Kann man das irgendwie kombinieren? Könnte ja sein.
Ich schnitze es hier Kopf, wertvoll kombinieren mal. Ja, das kann man auf jeden Fall kombinieren. Ja, und das kann man nachher beim Duke verkaufen. Dann lasst uns mal zum Duke gehen. Das war ja hier bei dem Altan, ne? Genau, Festung, Friedhof, Sägewerk. War das hier? Ne, das war nicht hier. 6 Geflügelten. Kann ich das damit... 4 Geflügelte. Okay, das ist nur ein 4 Geflügelter Schlüssel. Wo waren diese Stelle? Das war hier, ne? Warte mal. Hier irgendwo, ne? Da müssen wir mal gucken. Ich meine, mit dem Duke, da muss ich jetzt mal gucken, wie wir zum Duke kamen. So, Friedhof, Altar, da. Da müssen wir hier durch, ne? Ja, und dann hier um die Kurve. Ja, alles klar. Ja, dann lass uns mal zum Duke und gucken, was der Gute so zu sagen hat. Nachdem wir die Hinweise haben. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Aha. Was ist das jetzt mit dem Kisten hier? Da ist Dimitrescu, die Dame, die ist durchkreuzt. Hier ist diese modrige alte Frau. Da ist diese Haus Benevito. Und Heisenberg ist noch gar nicht angezeigt. Das heißt, dürfen wir uns das aussuchen, wenn wir als nächstes machen? Erstmal die und dann die oder wie? Und dann halt Heisenberg zum Schluss. Das müsste hier irgendwo sein. Wenn ich mich nicht täusche jetzt. Okay. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Ja, Leute, das war auf jeden Fall sehr hinweisreich. Ich werde jetzt auch hier jetzt einmal Schluss machen. Ja, zufällig kam auch gerade einer, hat mich gestört. ich speichere jetzt einmal und dann sage ich erst einmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, diese Folge. Dann werden wir mal gucken, dass wir in den nächsten Folgen die Grafen dann besorgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.